Vor einigen Jahren haben wir erfolgreich das innovativste I.O.-System, das Juromod-System, auf den Markt gebracht. Und jetzt geht die Reise weiter. Wir erweitern unser Portfolio in Richtung Automatisierungstechnik mit U-Mation, was wir in 4 Säulen aufgebaut haben. Der Automatisierungshardware, unserer Engineering-Landschaft, der Digitalisierung, wo ich die Daten im Feld einsammle und sie vom Sensor bis in die Cloud bringe, wo ich dann diese Daten weiterverarbeiten kann und da einen Mehrwert für unseren Kunden schaffen. Herzstück von U-Mation ist unsere Steuerung, die U-Control 2000, die ich dann mit unseren Engineering-Tools, zum Beispiel dem U-Create Studio, einem vollwertigen Codesys-Engineering-System mit offener Linux-Plattform programmieren kann, oder mit unserem U-Create Web, einem Web-based Engineering, wo ich nur einen Browser brauche für die Programmierung der Steuerung, und dann auch noch unserem U-Create IoT, einen IoT-Controller, wo ich dann die Daten vom Sensor abholen kann und sie über Node-RED in die Cloud bringen kann. Als letzter Teil neu in der Familie ist dann das U-Create Viso, eine innovative Visualisierungssoftware. Die haben wir zusammen mit unserem Partner, der GTI Control, ein neues Mitglied in der Weidmüller-Familie, dem Automatisierungsbaukasten hinzugefügt. Die Weidmüller GTI Software bietet dem Kunden Lösungen für anspruchsvolle HMI-Aufgaben. Dabei individualisieren wir unsere Softwarelösungen nach Kundenanforderungen, zum Beispiel über Custom Controls, kundenspezifisches Design oder spezifische Kopplungen zu ERP, MES-Systemen oder spezifischen Steuerungssystemen. Daneben bietet die Weidmüller GTI Software komplexe Leittechniklösungen an, einschließlich Batchverarbeitung und Chargenrückverfolgung. Mit unserem Energiemanagementsystem Resma haben wir eine Softwarelösung, die nicht nur für anspruchsvolle Energiemanagementaufgaben geeignet ist, sondern auch die Möglichkeit bietet, IoTs an die Cloud anzubinden, um Maschineninformationen in die Cloud zu bringen und dort auszuwerten.